Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3, immer noch auf To Chunker. Wir sind gerade aus einer Höhle rausgekommen und wir haben einen Dreschlund wahrscheinlich gehört, der, glaube ich, ein bisschen größer werden könnte. Und wir sind ein Level aufgestiegen, das ist jetzt aber gerade nicht so wichtig. Ich gehe mal langsam vor, ich habe ein bisschen Angst. Was ist das da hinten? Ein Wirbelwind. Rex, wir sind wieder draußen. Wenn Sie die Sonne sehen, ist das ein Fortschritt. Ja, denke ich mir auch. Hier gibt es ja Pflanzen. Ich dachte, Pflanzen wären hier ausgestorben. Anscheinend nicht. Sie sehen die Hoffnung. Alles, was davon auf Tuchanka noch übrig ist. Alles klar. Diese Welt voller Schönheit. Wenn sie die Chance dazu bekommt, kann sie es wieder sein. Na dann. Shepard, dieser Reaper treibt immer noch sein Unwesen bei dem Mantel. Finden Sie einen Weg da raus, dann holen wir sie ab. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Dabei. Junge. Wenn wir den Reaper erreichen, haben wir einen Oh, scheiße. Ich gehe schnell in Deckung hier. So. Moment, da kann... Na toll, von hier kann ich ja überhaupt nichts treffen. Das ist doch scheiße. Oh, du Mongo, weg. Und du Mongo, auch weg. Und hier überhaupt gibt's alles, alles, alles. Ich mach alles jetzt hier kaputt. Shepard ist jetzt im... Barbarenmodus. So, du da hinten müsstest eigentlich auch mal sterben. Das wäre voll super von dir. So, hier gibt es noch eine Granate. Bitteschön. Warte mal, das Ding weg. So, warum lebst du da noch? Stirb. Oh, geht doch. Meine Güte. Ach, der ist weg. Den kann ich nicht... Moment. Den kann ich so irgendwie nicht treffen. Was habe ich denn jetzt ausgewählt? Irgendeinen Scheiß habe ich jetzt ausgewählt. Hier gibt es aber noch mehr Gegner. Mann, ey, jetzt komm doch mal her, du verkackter Mongo-Verwüster. Wie soll ich dich denn von da treffen? Nase, ey. So, oh, Moment. Momentchen. Achso, schon. Nee, ist noch nicht tot. So, hier. Tschüss. Was wollt ihr denn? Weg. Ich glaube, ein so ein kleines Vieh ist da noch. Ah, du machst das schon kaputt. Läuft. Ja. Das war bestimmt Kalros. Wachsam bleiben. Wie super, dass du das Offensichtliche einfach nochmal benennst. Ich bin ja begeistert von dir, Liara. So, wir springen einfach mal hier rüber. Es ist noch nicht vorbei. Oh. Da magst du wohl recht haben. So, komm mal her, du kleiner, hässlicher Mongo. Du Mongo da hinten, komm mal auch her. Ich hab... Na, eine Granate habe ich noch. Die spare ich mir mal auf. Ich möchte zielen. Weg. Du da hinten auch weg. So. Alles klar, ich lade mal direkt nach. Mal vorsichtig. Na wunderbar, da kommen noch mehr. So. Ihr müsst alle sterben. Sterben, sterben, sterben. Ja, das müsst ihr jetzt tun. So, ihr seid tot. Alles klar. Vorsichtig weiter nach vorne bewegen. Wo schießt du denn hin? Ach, der hat noch gelebt. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte das nicht. Geh weg. Ein Schuss. Zwei Schuss. Drei Schuss. Ich habe noch eine Granate. Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, sie trifft. Hahaha. Arschbacke. So, und stirb. Forever, my friend. Forever. So. Ach, jetzt sind die beide tot. Ich helfe dir, Liara. Ah, der ist tot. Achso, ihr steht wieder auf, weil alle Gegner sind beseitigt. Alles klar. Die Reaper sind definitiv hier. Da hinten sind die Trucks. Ja, wunderbar. Sie hatten recht mit Kalros. Sie ist unterwegs. Ja, wir haben da einige Ideen. Was denn? Nicht jetzt, Rex. Der Commander hat genug Sorgen. Ja, das stimmt. Was ist los? Eine verrückte Idee, über die wir später reden. Sehen Sie jetzt zu, dass Sie da rauskommen. Okay, I'll do my best, my friend. Okay, hier geht's, glaube ich, nochmal. Oh ja, guck mal, da hinten sind sie ja schon. Die warten doch nur. Die nächsten Schießbodenfiguren haut da raus. Ja, sicher doch. So, einmal das. Ich glaube, ich würde einfach mal da rein pfeffern, mein Teil. Also. Ne? Wir sind gerade ein wenig beschäftigt. Ich hab mir das doch gedacht, dass da noch was kommt.
Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Halt's Maul, du Arsch. So. Verdammt, da sind ja auch noch andere Mongos am Start. Ja, die kommen natürlich auch noch genau hin. Garrus, du musst mir helfen. Arsch. So. Die sind ja schon wieder tot, ey. Also verletzt, was soll das denn immer? Ach du Scheiße. Ja, der war voll daneben, Shepard. Du bist Risch. Ach, du bist so. Oh, Shepard, geh weg da. So, komm mal her. Los, töte ihn. Weg. Komm her. Und weg. Komm her. Und weg. Ih, der hat nur noch einen halben Kopf. Ist ja ekelhaft. Weg, du kleiner Mongo. Hier, jetzt hast du gar keinen Kopf mehr. Aus einer Hälfte macht keins. Hallo? Ach, da ist noch einer. Ach, guck mal. Ach, guck mal, ist der süß. Ein kleiner Husk. So. So steht jetzt. Ach, ihr seid wieder mit dabei. Das finde ich gut. Das finde ich doch schön. Dann gehen wir einfach mal schnell weiter. So eine Runde würde ich mal behaupten. Okay. Ja, nee, ist klar. Moment, ich möchte hier... Ach du Scheiße. Das Ding ist ja mal nicht so klein. Also wenn ich mal an Teil 1 denke, wie die Dreschlunde da aussahen. Ja, die waren schon noch, ich sag mal, ein bisschen kleiner als das. Junge, nerv nicht. Merkst du nicht, dass ich unterwegs bin? Planet ist eine einzige riesige Todesfalle. Ja, nee, so kann man das jetzt nicht sehen. Rex hat vermutlich auch noch Spaß dabei. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Ach, guck mal. Vor uns sind noch mehr. Ich sehe sie. Da sind auch noch welche. So, so. Ich habe leider keine Granaten mehr. Das ist doof. So, du stirb. Moment. Ah, scheiße. Das war jetzt im Eifer des Gefechts vorbei. Rex fährt den Truck und ist beschäftigt. Leben Sie noch? Wir tun unser Bestes. Wie läuft es bei Ihnen? Anstrengend. Das Problem ist, dass sie ein bisschen zu schnell sind. Für einen Sniper-Schuss. Ich rieche den Atem von diesem verdammten Ding. Okay, Moment. Der muss sterben. Da hinten ist doch noch so ein anderer Mongo. Warte mal. So, so, weg. Du. Nein! Verdammt! Garrus ist tot. Okay, Liara, du musst mir jetzt Deckung geben. Ich versuche, den hier zu töten. Liara, du sollst mir Deckung geben. Hallo? Liara? Hallo? Liara! Los, töte ihn. Wo ist denn der jetzt hin, der Mongo? Komm her, du Mongo. Show me your Kopf. Ach, der war daneben, das war doof. Das war blöd. So, jetzt kann Liara auch mal ein bisschen was machen. Oh. Weg mit dir, Bursche. Nee, lad mal lieber nach. Nachladen ist, glaube ich, jetzt besser als rennen. Okay. Ah, bis hierhin hat es doch alles super funktioniert. Was ist denn hier? Nehme ich natürlich mit. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Hier, hier. Hier scheint gut zu sein. Ja, das finde ich auch gut. Ja, Moment doch mal. Ich muss da hier ist noch was zum Einsammeln. So. Jetzt komme ich, Rex. Ich bin schon da. Könnte man quasi sagen. Wo seid ihr? Ach, da kommt er. Reeves, behalt den Schlund im Auge. Ich will nicht, dass er sich anschleicht. Beeilung, Rex. Wir sind ungeschützt. Bewegung! Es ist Kalbus! Los, Shepard! Wir sind drin! Los! Was ist mit Louis? Der ist hinüber. Und er war sowieso eine Nervensäge. Naja. Legen wir es zu Ende. Dann hat das ja verdient. Auf uns wartet ein Reaper. Oh ja. Obwohl ich ihn bisher noch. Ah doch, wir haben ihn ja schon gesehen. Als das Fluggeschwader ihn angegriffen hat. Ach, guck mal, da steht er.
Der Kleine. Oh, ist echt ein kleiner Reaper. Wir haben ja doch schon ein paar größere gesehen. Dafür haben wir keinen Plan. Wir hatten schon öfter schlechte Chancen. Aber bis zu diesem Turm, ich weiß nicht, Shepard. Wir heilen die Genophage um jeden Preis. Alles, was mein Volk jemals sein wird, hängt davon ab. Dann hoffe ich, dass die von Ihnen erwähnte Idee auch gut ist. Eigentlich von ihr. Kalros, wir locken Sie zu dem Reaper. Geht das überhaupt? Strategie klar. Reaper ablenken und von Turm weglocken, während Heilmittel synthetisiert und freigesetzt wird. Warum sollte sie denn kommen? Die Legende sagt, sie ist die Mutter aller anderen Dreschlunde. Das hier ist auch ihr Zuhause. Kalros verkörpert unseren Jähzorn. Noch niemand hat eine Begegnung mit ihr überlebt. Ja, wir haben schon verrücktere Sachen gemacht, das stimmt wohl. Wir haben das Omega-4-Portal überlebt. Wir schaffen das. Das ist Kampfgeist, Shepard. Und wie rufen wir sie? Der Turm steht in einer Arena zum Ruhm von Kalros. Die Salarianer dachten, sie würde Eindringlinge fernhalten. Scheint geklappt zu haben. Dort sind die zwei größten Schlundhämmer, die es gibt. Wenn sie sie aktivieren, kommt Kalros und der Reaper ist beschäftigt. Währenddessen Synthetisierung des Heilmittels im Labor. Sorgen wir dafür, dass wir alle lebend hier rauskommen. Diese Geschichte muss erzählt werden. Oh ja, das muss sie. Moment. Was auch geschieht. Sie sollen wissen, sie waren ein Streiter für das kroganische Volk. Ein Freund des Urban-Clans. Und ein Bruder für mich. Für jeden neugeborenen Kroganer bedeutet Shepard, ab jetzt Held. Und jetzt zeigen wir ihnen warum. Ich glaube, sowas von einem Kroganer zu hören ist schon so eine kleine Ehre. Ich glaube, andere Spezies werden da nicht sehr oft hochgeschätzt. Jetzt haut er mal richtig auf die Kacke. Da kann sich Grunt noch eine Ecke von abschneiden. Vorwärts, Shepard. Heilmittel wird bereit sein. Na dann. Wollen wir mal. Oh. Vielleicht sollte ich mich mal kurz so in Deckung begeben. Das wäre, glaube ich, gar nicht. Mann, jetzt. Hört auf damit. Aber da sind diese. Wollt ihr mich verarschen? Warum seid ihr denn schon tot? Das kann überhaupt nicht sein, ey. Warum sterbt ihr denn hier so schnell? Was soll das denn? Ihr seid da richtig kleine Nügen. So, weg. Ach scheiße, den habe ich auch verfehlt. Ach, jetzt zieh dich auch noch scheiße. Meine Güte. Jetzt kommt zu meinem Pech auch noch Inkompetenz dazu. Das ist ja super. So, du stirb. Du da oben. Ja, stirb auch. Stirb, habe ich gesagt. Oh, Moment. Ja. So. Oh, da kommen noch mehr. Moment, ich höre dir gleich zu. Tun, Rex. Zum Glück bin ich ja da. Ich kümmere mich darum. Na, du kümmerst dich am Arsch, Junge. Wir sind hier voll nah dran, voll in der Action und so, weißt du, wir stehen direkt vor dem Reaper im Grunde. Und er haut raus, ja, ich kümmere mich darum. Oh, da gibt's noch was zum Aufsammeln, eine neue Waffe. Da ich aber immer nur mit zwei Waffen rumlatsche. Ursprungsstamm im Lager. Bereite jetzt Heilmittel vor. Ach, die sind schon da? Schnell, Morgan. Sind hier draußen überall. Bei der Göttin. Da ist er. Seite. Ja, ich sehe ihn. Hopsen wir mal rüber. Ach du Scheiße. Oh oh. Alles klar. Oh Mann. Alle in Ordnung? Ich bin okay. Größtenteils. Ich denke schon. Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um direkt auf den Reaper zuzulaufen. Nö, nö. Betrachten Sie es als Training. Okay, Shepard. Der ist auch noch schussbereit. Sie müssen beide aktivieren. Ja, ja, ich bin noch. Oh, Shepard. Mann, Shepard, du solltest darüber springen, du Arsch. Bleiben Sie in Bewegung. Haben wir da irgendwie Wahl? In Deckung bleiben. Alter. Los, geh darüber. Alter. Da macht sich doch schon wieder schussbereit, die alte Nase, ey. Aber zum Glück kommen die jetzt auch wieder. Alles klar. Ich glaube auch, ich sollte einfach nur laufen. Denn hier... Ja, da kann ich jetzt auch nichts gegen machen. So, du... Scheiße. Ach du Scheiße. Hilfe.
Hilfe! Ich sehe nichts. Ah! Lass mich vorbei hier, du. Alter, willst du mich denn verarschen? Moment, ich brauche Heilung. Lass mich durch hier. Alter! Du verfickter Reaper, hör auf damit. Alter, hier auch die ganzen kleinen Sch... Ach du Scheiße! Lauf einfach durch, Shepard. Einfach durchlaufen. Gar nicht. Aua, Alter. Das tut doch verdammt nochmal weh, du. Nee, nee, lass mich in Ruhe. Du verschissener... Kleiner Reaper, du Behinderter. Alter, Junge, der ist aber ganz schön aggressiv, wa? So, den auch noch drücken und ich glaube, wir sind fertig. Zurück zum Truck. Ich kümmere mich um das Heilmittel. Ich hoffe es. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert hat. Kampf zweier Monstren. Okay, da kommt er wieder. Na, da kann selbst ein Reaper nicht mehr standhalten, wie es scheint. Das war's dann wohl. Dem Reaper. Und jetzt die Genophage heilen und alles ist schicki. Alles ist dann im grünen Bereich. Okay, Mordern ist schon da. Na, wir auch. Ging ja schnell. Prozedur für Eva, traumatisch, aber nicht tödlich. Malins Forschung, unverzichtbar. Ist sie okay? Bald in Sicherheit. Ihr Überleben ein Glück. Wird neue Regierung stabilisieren, falls Rex dumme Ideen bekommt. Rosige Zukunft für Korgana. Verdammt! Alter, hier bricht ja alles zusammen. Kontrollraum oben auf Mantelturm. Muss Fahrstuhl nehmen. Wie? Sie gehen darauf? Ja. Manueller Zugriff wegen STG-Spionage erforderlich. Sorge für korrekte Freisetzung des Heilmittels. Morden, das ganze Ding fällt auseinander. Es muss einen anderen Weg geben. STG-Gegenmaßnahmen verhindern Fernzugriff. Keine Zeit für Anpassung des Heilmittels an Temperaturschwankungen. Oh, scheiße. Nein. Einzige Option. Komme nicht zurück. Schlage Rückzug vor. Morden, nein. Shepard, bitte. Muss das machen. Mein Projekt. Meine Arbeit. Mein Heilmittel. Meine Verantwortung. Hätte gern mit den Muscheln Tests gemacht. Tut mir leid. Mir nicht. Musste so sein. Das scheint ein Abschied für immer jemand zu sein. Jemand anders würde es nicht schaffen. Alter, hier fliegt echt gleich alles in die Luft. Für die Spezies Toriana, Asari, Batariana. Temperatur jetzt innerhalb der Vorgabe. Freisetzung beginnt. Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Krogana. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salari.
Ruhe in Frieden, Morden. Vor langer Zeit hat mein Vater mich an diesem Ort verraten. Seinen eigenen Sohn. Er wollte mich töten. Also musste ich ihn töten. Direkt da drüben. Dazu hat die Genophage uns gemacht. Zu Tieren. Aber sie haben das heute geändert, Shepard. Jetzt kämpfen wir für unsere Kinder, nicht gegen sie. Nur schade, dass Morden sterben musste. Er hätte es nicht anders gewollt. Und wo immer er jetzt auch sein mag. Er legt ein gutes Wort für uns ein. Wir werden ein Kind nach ihm benennen. Vielleicht ein Mädchen. Aber ihm können wir persönlich danken, Commander. Sagen Sie den Turianern, ich werde Truppen nach Pelleren schicken. Und melden Sie sich, wenn Sie die Reaper von der Erde vertreiben wollen. Die Kroganer sind wieder dabei. Leben Sie wohl, Commander. Was werden Sie jetzt tun? Die neu gewonnene Hoffnung verbreiten. Im Kelfigtal versammeln sich jetzt noch Clans. Ich rede mit ihnen und sorge dafür, dass dieses Geschenk nicht vergeudet wird. Danke für alles. Ertnot Bakara nennt sie nun einen Freund. Damit kennen wir auch ihren Namen. Das ist ein sehr trauriger Moment gewesen. Das war eine großartige Leistung, Commander. Die Heilung der Genophage. Dass ich das noch erlebe. Rex hilft den Turianern, Admiral. Wir bekommen ihre volle Unterstützung. Damit fallen die Salarianer dann wohl raus. Der Preis für ihre Unterstützung war zu hoch, Sir. Ich verlasse mich auf Ihre Einschätzung, Commander. Hoffentlich brauchen wir sie nicht. Beckett, Ende. Commander, Ertnot Rex hat begonnen, Truppen nach Pelleren zu schicken. Sie haben ihren Teil der Vereinbarung eingehalten. Nun halte ich meinen. Die turianische Hierarchie wird der Menschheit gegen die Reaper zur Seite stehen. Es freut mich, dass wir einander helfen. Nur dadurch können wir die Reaper besiegen. So viel steht fest. Einige Trockendockschiffe sind bereit, beim Bau des Tigels zu helfen. Garrus wird sie koordinieren. Jawohl, Sir. Und wenn der Einsatz beginnt, wird unsere gesamte Flotte der Erde zur Hilfe eilen. Mögen die Geister über uns allen wachen. Sollen ich Sie das kümmere mal mich tun. Sofort um die turianische Unterstützung. Sie müssen erschöpft sein. Morden tot, das ist sicher nicht einfach. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Wir wissen beide, dass man einen klaren Kopf braucht, um einen Krieg zu gewinnen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler. Sie sollten sich eine Weile hinlegen. Ich sorge dafür, dass Joker keine Selbstmordmissionen anschiebt. Wenn was ist, wecken Sie mich. Na dann. Ich glaube, diese Pause hat Shepard sich auch redlich verdient. Und wieder ein Albtraum. Also ich gehe mal davon aus, dass das Albträume sind. Ich muss sagen, das war echt ein sehr trauriger und bewegender Moment, als Morden gestorben ist. Ich habe Morden gemocht und finde es echt schade, dass er tot ist. Das muss ich einfach mal so sagen. Das ist doch... Jetzt hört man auch noch Stimmen hier, ey. Das ist ja... Ich weiß aber nicht, ob man nur die Toten zum Beispiel hört. Kann ja sein, dass das so, wie gesagt... Wo ist denn jetzt hin? Ach, da hinten. Das wird nicht passieren. Holen Sie ihn da raus, Commander. Wir sehen uns, wenn Sie zurück sind. War das Ashley? Ich glaube ja, dass... Das sind, oder soll ein Sinnbild dafür sein, dass Shepard alles Mögliche versucht, aber es halt einfach nicht schaffen kann, jeden Einzelnen zu retten. Das würde ich jetzt mal vermuten. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Albtraum und man muss so ein Kind hinterherlaufen. Das kann auch sein. Das wird nicht passieren. Ich finde meins macht aber, ist viel philosophischer.
Wir sind so nah und können ihn doch nicht retten. Und damit endet dieser Albtraum. Ist offen. Shepard, da ist etwas. Das müssen Sie hören. In Ordnung. Was gibt's denn? Ungelegen? Ich dachte an die Freunde, die wegen des Kriegs nicht mehr da sind. Daran sind die Reaper schuld, nicht Sie. Denken Sie dabei an jemanden speziellen? Ashley. Sie hat sich geopfert, um die Sovereign aufzuhalten. Wie sie wohl gegen eine ganze Reaper-Flotte vorgehen würde. Ashley würde das Ganze wohl als Zielübung betrachten. Ja, das wäre typisch. Hatten Sie nicht etwas für mich? Der salarianische Ratsherr, es ist dringend. Und er hat den Kommunikationsraum angerufen? Der Rat scheint den Tiegel durchaus ernst zu nehmen. Wir sehen uns unten. Alles klar, dann kümmern wir uns mal wieder um die Probleme der Galaxie. Commander, es gibt etwas, worüber wir reden sollten. Sobald Sie fertig sind, die Geschichte neu zu schreiben. Meine Entscheidung steht, Ratsherr. Daran lässt sich kaum noch etwas ändern. Ja, wir werden einige Milliarden mehr Kroganer in der Galaxie haben. Ihr Glück, dass Sie mir einmal das Leben gerettet haben, Shepard. Denn sonst... Ich bin wegen des Vertreters der Menschheit beunruhigt, Ratsherr Udina. Wieso das? Meine Agenten haben herausgefunden, dass er seine Autorität dazu benutzt, große Geldmengen zu verschieben. Zu welchem Zweck, ist noch unklar. Wenn das stimmt, sollten wir der Sache rasch auf den Grund gehen. In der Tat. Kommen Sie zur Citadel. Wir sichten die Beweise und reden unter vier Augen darüber. Valern, Ende. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Alles klar, ein Problem gelöst, und zwar die Kroganer von der Genophage geheilt. Das heißt, sie unterstützen uns jetzt. Da taucht auch schon das nächste Problemchen auf mit Ratsherr Udina. Es nimmt einfach kein Ende. Man muss sich hier echt um alles kümmern. Aber dafür haben wir diesen Job ja auch angenommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugesehen habt, wie wir die Genophage geheilt haben. Und wie ein Dreschlund einen Reaper getötet hat und leider auch wie Morden gestorben ist. Das fand ich wirklich sehr traurig, muss ich sagen, weil Morden war ein cooler Charakter, der hat mir immer sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Mass Effect 3 und bis dahin, haut rein, Leute!